Da sind wir auch schon wieder zurück. Hier in unserer kleinen provisorischen Anlage. Was habt ihr großartig verpasst? Ich sag mal so, nicht viel. Wir haben ein paar kleine Optimierungen gemacht. Unter anderem haben wir hier festgestellt, wir brauchen mal ein paar Züge. Zumindest Uranerz ging aus, da kommt jetzt ein Zug. Und Silikon wird hier auch schon geholt, je nachdem. Ich schaue quasi hier in unserem alten Bahnhof hier. Sobald hier Erze unter 15.000 erscheinen, das heißt Uran, Silikon, stelle ich die Züge um auf den anderen Bahnhof, dann ist nämlich hier leer. Denn ich möchte das Zeug erstmal hier rausholen. Und ich weiß, hier ist noch ein Haufen drin in dem Zeug. Man, die beiden Fließbänder, da kommt nichts mehr raus. Die sind auch leer, das ist schön, auch das ist leer. Aber der Rest ist halt echt noch viel da. Das sollte man auf jeden Fall rausholen. Und wir sind gerade dabei, unsere provisorische Anlage noch ein bisschen auszubauen. Hier die Ultimate Underground Belts werden jetzt hier auch gebaut. Wir brauchen aber noch die Speed-Module Stufe 3. Die sind momentan nicht im Logistiknetz. Das ist aber kein Problem. Die werden hier oben gebastelt. Gottes Willen. Dieses Rohrchaos. Kann ich dem Storage-Haus nicht einfach sagen, nimm keine Rohre an? Das wäre so schön. Warum ist denn so viel Titanerz drin? Mal rausziehen. Das können wir auch einfach mal. Warte mal. Machen wir es gleich richtig. Wo ist das TI? Oder war doch TI für Titan? Ja. Yep. Oh, das ist voll. Warte mal, geht da noch was rein? Ah, gut, habe ich noch reingekriegt. Sehr schön. So. In dem ganzen Drohnengewusel. Hier werden die Dreier gebastelt. Schön, dass wir hier noch so viel Platz haben. Dann hau ich es direkt hier ran. So. Und das begrenzen wir einfach mal. Dann können wir auch gleich mal wieder hier welche nehmen. Können das hier mal austauschen. Können die hier reinpacken. Hey, das ist praktisch. Dann können wir die ganzen Module, die wir gerade nicht brauchen, die Zweier brauchen wir gerade nicht, können wir hier reinpacken. Generell hier mal die alle upgraden. So. Die Vierer hier wieder reinpacken. So, die Drohnen holen es natürlich ab. Gut. Haben wir es schon begrenzt da unten? Ich weiß nicht. Mal schauen eben. Achso, wir packen es jetzt hier rein. Ja gut, das ist jetzt nicht ganz so pralle. Bei der Arm muss hier drauf schauen. Das passt. Da können wir dann sagen, wenn dieser Tunnel... Ich weiß gar nicht, was haben wir die begrenzt? Auch auf 50. Okay. Damit das hier besser läuft, sollten wir vielleicht auch hier... Echt jetzt arm. So. Ultimate Underground Belts. Der packt die da rein. Der packt die da rein. Ja. Wo sind sie denn? Ich sehe sie schon wieder nicht. Ich hatte doch gerade welche in den. Da. So. Die können da rein. Und dann können wir hier eine einfache Kiste setzen. Und auch hier einstellen. Und zwar die hier. Und auch hier kleiner. Ich denke mal 50 ist hier eingestellt. Sehr schön. Das heißt 50 Reserve hier, 50 da. Das heißt, sobald man hier was rausnimmt. Wow, ganz schön schnell gebastelt die Dinger. Hohoho. Alter, was diese Anlage hier an Zahnräder schluckt. Das ist echt traurig. Die werden hier produziert. Die gehen quasi instant hier rein und kommen hier wieder raus. Müssen wir sich schon fast überlegen. Wo kommen die? Kommen hier raus. Das Schöne ist, wir haben hier schon mal was abgegradet. Wir können das hier komplett ausbauen. Das ist gut. Haha. Machen wir doch gerade mal. Zack und zack. So, hier baue ich gerne noch von Hand. Hoppla.
So, einmal hier rein. So. Nicht wundern, wenn es gleich aussieht, als würde es rückwärts laufen. Das ist normal. So, und dann müssen wir hier halt die Belader dann noch tauschen, sobald wir sie haben. Und natürlich die Tunnel. Einmal hier. Einmal da. So, und jetzt sieht es aus, als würde es stehen. Das ist so genial. Okay. Das gleiche können wir dann auch hier machen. Passt. So, noch die zwei da. Einmal da, einmal da. So, ich sehe gerade, uns gehen die blauen Tunnel aus. Am Schmiermittel liegt es nicht. Es liegt an der Fabrik, denn die verbraucht jetzt, die kriegt nicht Zahnräder schnell genug. Obwohl wir jetzt mit zwei Greifern reinballern. Ah gut, hier kommt so langsam ein Greifer rein. Also wir müssen unbedingt die Belader austauschen. Und dazu brauchen wir jetzt eine neue Fabrik. Wir kopieren uns mal diese Fabrik hier. So. Packen das Ganze hier hin. Lassen das mal eben bauen. Jetzt muss ich kurz gucken, ob wir hier auch die Zahnräder brauchen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen hier auch keine Speed-Module, nichts. Das heißt, wir können das hier erstmal komplett rausnehmen. Es wird zwar jetzt alles geliefert. Ist klar, aber macht ja nichts. Haben wir keine mehr? Stahlkill. Oh, mir fehlt mal Stahl. Schon lange nicht mehr geholt. Zack. Brauchen wir noch Eisenplatten? Da haben wir noch genug. Wunderbar. Zack, zack. So, dann stellen wir mal ein. Einmal Ultimate Fast. Ja, ich kopiere das mal überall hier drauf eben. So, dann brauchen wir die roten. Dann brauchen wir die lilanen. Die blauen. Und dann letztendlich die absolut kranken Dinger, die 2,1 Megawatt fressen. Das sind jetzt die Nicht-Filternen. Das heißt, die gleiche Anlage müssen wir gleich nochmal bauen für die Filternen. Das ist leider ein bisschen doof gemacht, aber dadurch, dass das eine Kopie ist von Greifern, die nur aussehen wie Belader, brauchen sie A, Strom und B, halt der Unterschied zwischen Filterne und Nicht-Filterne. Da muss man sich ein bisschen gewöhnen dran, wenn man die alten Belader, also die hier halt gewohnt ist, die kann man ja immer einstellen. Alternativ könnte man auch sagen, okay, wir bauen nur die Dinger. Wir können ja mal vergleichen. Im Endeffekt brauchen die Filternen einfach nur die filternen Greifer dazu, während die hier die normalen Greifer brauchen. Ja, ich baue einfach beide. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Hatten wir irgendwas Provisorisches für den Beacon-Krempel? Ja. Nee, oh. Warte. Guck mal, wo ich hinlaufe. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Ist auf der Karte sogar mit einem Beacon-Symbol markiert. Richtig. Ja gut, die Karte ist groß, kann man lange suchen, ne? In deiner alten Fabrik. Ja, das wäre dann schon mal eine gute Ansage, ne? Ah, da. Ah, alles klar. Dankeschön. Jo. Oh, kann ich aufgenommen werden, was? Oh. Voll. Geht schon. Passt schon. Kudi macht wieder Doskias nach. Ja, ich habe so. Mich eben halt immer relativ voll mit Nitinol gemacht, um die ganzen Pumpen mal abzugraden und so. Hast du mich schon wieder voll? Oh, Mann. So. Gott, das wird so viel an Ressourcen fressen. Das wird echt heftig. Kann es sein, dass wir jetzt irgendwas übersprungen haben? Ah, nee, halt. Passt. Die roten und hier letztendlich dann die grünen. So. Wobei, das brauchen wir. Im Endeffekt brauchen wir hier nur das Endprodukt, weil die verarbeiten wir nicht mehr weiter, richtig? Ah, doch. Nee, brauchen wir ja nicht. Oh, wir haben was vergessen. Ach, das ist doch Käse.
Wir müssen die Dinger ja auch noch erstellen, die Mini-Loader. Und da brauchen wir wieder die. Haben wir drei Fabriken, kriegen wir da oben noch hin. Dann packe ich mal das hier kurz weg. Oh, braucht man. Doch, hier brauchen wir es. So, passt alles? Ja, okay. Dittis, wir brauchen auch hier nochmal ein paar Fabriken. Ein symmetrisch aufbauen ist hier schwer. Ja, egal wie man es macht, es funktioniert nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir sagen, okay, wir bauen hier nochmal zwei hin und machen es genau wie hier unten, dass wir einfach hier nochmal eine Fabrik hinsetzen. Wobei auch hier passt es nicht ganz witzigerweise. Wo ist der Unterschied? Ich bin gerade so dermaßen auf der Spur. Ach, weil hier der Greifer an dem Warenhaus dran ist. Okay, alles klar. Gut. Dann müssen wir einstellen. Einmal die hier, einmal die Fast-Dinger und einmal die Express-Mini-Loader. So, wie gesagt, die brauchen wir nicht mehr zum Weiterverarbeiten. Ach so, ja gut, dann können wir natürlich auch hier direkt ran. Das ist auch schön. So. Dann. Oh. Das hier muss daran. Dann muss das da. Das sind die grünen. Die blauen. Und die ganz bekloppten Dinger. So. Dann auch hier natürlich. Einmal da und einmal da. So. Wir kopieren mal eben alles da drauf. Dann lässt sich das nämlich besser einstellen. Hier fehlen die blauen. Oh, ganz schön gut zu unterscheiden. Die sind auf der Seite. Zum Glück brauchen wir nicht die Turbo und Ultimate hoffentlich, oder? Ich guck gleich nach. Warte mal. Wir fangen mit grün an und die grünen brauchen die blauen. Okay, passt. Wunderbar. Die roten und die gelben. So. Hier sind mittlerweile Sachen angekommen, die ich zu der mir aus dem Inventar ziehen kann. Hier brauchen wir Stahl. Hier brauchen wir die roten Tunnel. Wir könnten jetzt alles hier anliefern lassen. Machen wir, glaube ich, auch. Das dauert jetzt nur ein bisschen, bis wir das alles eingestellt haben. Also Stahl und blaue Greifer brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Wir brauchen blaue Greifer. 100 sollten reichen. Dann brauchen wir Stahl. 200, das ist okay. Die roten brauchen das, was wir herstellen, plus rote Tunnel und Stapelgreifer. Okay. Also Stapelgreifer und rote Tunnel, und zwar die Standard-Vanilla-Tunnel. So. Die werden nicht geholt, okay, nicht gebracht. Das heißt, da müssen wir noch gucken, dass wir es in Logistik reinkriegen, okay. Dann die blauen, die brauchen, okay, die Tunnel, Moment, die haben wir auch hier auf dem Fließband. Das Blöde ist nur, ja, viel ist da, viel bleibt da nicht übrig. Hier wird man es reinkriegen, das heißt wir, oh je, dann teilen wir das mal hier auf. So, zack, zack und zack. Auch hier Schaltung ran, was haben wir hier, ja passt, Schaltung ran, so. Das heißt, der wird auch versorgt. Natürlich sollten wir, brauchen wir hier Module, ach, keine Ahnung. Kann man später entscheiden, ob wir die brauchen. Dann machen wir weiter mit der Stufe hier. Die braucht jetzt die Ultra Fast Underground Belts. Okay. Im Endeffekt können wir jetzt alle Tunnel einstellen, die wir da herstellen. Das heißt, die hier, die da und die da. Und dann sollten wir die da, die da. Die da oder die da. Die brauchen alle Stapelgreifer. So, die brauchen alle das gleiche. Das heißt, diese Anlage funktioniert, sobald der Startschuss kommt. Und der Startschuss ist in dem Fall die roten und... Oh, halt.
Die gelben brauchen wir auch noch. Die sind wahrscheinlich auch nicht im System drin. Ne, wird nicht geliefert, alles klar. Dann gehen wir mal kurz an die Stelle, wo sie gebaut werden. Das dürfte hier sein. Oh, das Schöne ist, wir können hier wunderbar eine Kiste hinpacken. Können hier... Geht das noch? Oh, geht das nicht mehr? Gudi. Was denn? Konnte man nicht mal in einer Kiste mit einer mittleren Maustastenklick sagen, was da rein darf? Oder ging das nur bei Zügen? In einem Zug konntest du das, nicht in der Kiste. Ah, das ging nur beim Zug? Okay, alles klar. Mhm. Gut, dann muss halt hier eine Schaltung ran, auch kein Problem. Also wäre mir jetzt zumindest neu, dass es in der Kiste ging. Ja, ich dachte, das ging in jedem Ding. So, nicht wundern, dass ich es so falsch rummache, aber ich mache erstmal so. So, das heißt hier, der da. So viel und zwar. Ach, mach mal 100 rein, komm, scheiß drauf. So. Was soll der Geiz? Genau, was soll der Geiz? So. Einmal drehen, einmal drehen. Oh ja, ich sehe schon, das ist ein Ultimate-Stapelgreifer. Sollte man vielleicht mal hier ein bisschen modifizieren, die Greifer, dass die ein bisschen schneller sind. Ach, dann nehmen wir zu wenig. Oder haben wir zu wenig Fließbänder hier drin? Nö, definitiv nicht. Es ist einfach nur zu langsam hier. Ist aber auch kein Platz mehr da, um das Ganze hier zu optimieren. Ich könnte zwar das abreißen und einen Greifer hinsetzen, aber dann wird die andere Fabrik nicht schneller beliefert. Aber die braucht Zahnräder. Oh, guck mal. Können wir ein bisschen tricksen. So. Hilft aber auch nicht viel. Ja, 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 Cody. Hast du immer noch deine Logistik aus? Wie, habe ich immer noch meine Logistik aus? Ja, keine Logistikanlieferung. Achso, ja. Dann kotz dich mal irgendwo hin aus und füll mal bitte Tanksten nach. Für die Rohre? Ja. Alles klar. Da sieht man mal, wie schnell das Zeug da leer ist. Aha. Ich glaube, ich kotze mal zweimal rein, hä? Könnte nicht schaden. Mein produziert. Ich find's eh krass, wieso haben wir eigentlich zweimal Tanksten? Weil wir das einmal mit Kobaltpulver und einmal mit Nickelpulver, was glaube ich, herstellen kann. Und ich habe halt beides mal angeklemmt. Oh, dann hätte ich jetzt da, wo Nickel ist, abklemmen müssen, rausholen müssen. Okay. Ich glaube, da war Nickel nicht eins, wo wir immer ersaufen? Ich guck mal glaub, kurz. Das ist doch das. Nee, das ist Zink. Das ist Zink. Das war Nickel, ist das Schwarze gewesen, ne? Was? Nee, Nickel ist nee. Mehr so grünlich. Halt, das war LED, was ich meine. Okay, vergiss es. Und vergessen. Moment mal, hier kommt ja immer noch Tanksten rein. Wo kommt denn das Zeug her? Hä? Ach, das läuft im Kreis. Ja, okay. Huch. So, jetzt ist es raus. Genauso wie es hier im Kreis läuft. So, okay. Oh Mann. Die restlichen Tanksten. Apropos Tanksten. 11.000. Das heißt, wir können den Zug umstellen. Alles klar. Machen wir mal ganz kurz. Der Tanksten-Zug, der ist hier. 26 ist jetzt nicht besonders viel, aber better wie nix. So. Okay, Tanksten-Zug? Ja, was? Ja, alles gut, alles gut. Tanksten. Zack. Apropos, wo ist er denn? Der Tanksten-Zug. Was bist du? Bist du er nicht. Oh, das ist ein ganz alter Zug. Keine Ahnung, was der anfahren soll, aber... Der ist nicht eingestellt, okay. Und der auch nicht. Gut, da müssen wir jetzt... Oh Gott. Wie finde ich denn jetzt hier den Tanksten-Zug? Welche Farbe hat denn der? Weißt du das gerade? Vielleicht finde ich ihn auch so. Braun. Ah, hab ihn schon, hab ihn schon. Okay. So, diesmal löschen wir nicht das raus, was ich vorhin rausgelöscht habe. So. Tanksten. Tanksten-Erz, wenn voll. Gut, dann ist der auch eingestellt. Witzig. Wenn ich jetzt auf meine High Pressure Pipe to Ground Anforderungen gehe, steht bei Logistikspeicher minus 3. Das ist normal.
Weil die Drohnen ja mehr schleppen können, als manchmal da ist. Ja. Ziehen es dann trotzdem ab. So, oh, wir haben schon 9 Ultimate Mini Loader. Cool. An was mangelt es hier gerade? Ich denke an Greifern. Die Frage ist, kommen die Greifer? Wird geliefert, ja. Aber die Greifer. Hä, von wo kommt denn der jetzt her? Oje, wo holen denn die das jetzt her? Okay, ich meine, die Anlage, die Greifer baut, ist direkt hier. Na, wo ist er denn? Hier. Und hier wird es nicht rausgeholt. Das heißt, haben wir so viel Greifer im System? Mal schauen. Stapel. Nee. 800 Stapelgreifer sind im System. Ah, das ist gut. Dann leere ich mal endlich das ganze System mal. Was glaubst du, wo die ganzen Stapelgreifer gerade herkommen? Hast du noch Stapelgreifer verwendet bei dir? Oh, tatsächlich. Okay, ja. Alles klar. Naja, für die Farmen habe ich ja nicht viel gebraucht. Ja. Also, ja. So. Jetzt brauchen wir die gleiche Anlage nochmal für die filternde Scheiße da. Vielleicht baue ich die auch einfach im Inventar. Im Endeffekt brauchen wir. Na gut, ich jetzt hier einmal draufklicke, dann bauen wir alle Tunnel. Das heißt, ich leere. Oh, da fehlt was. Welcher Tunnel ist das? Das ist der blaue. Warum wird der nicht gebaut? Weil Module fehlen. Hm? Filter. Module 2 werden nicht geliefert. Was ist da los? Da fehlt dann wahrscheinlich irgendwas. Naja, ich bin schon unterwegs und guck. Module 1 sind hier. Die sind auch noch da. Module 2 sind dann. Da. Oh, die Modulkontakte sind leer. Die werden hier gebaut. Und die werden nicht gebaut, weil. Fick dich, Gold. So, die restlichen Goldsachen aus Kulis Anlage raus. Rein damit. So, dann kommen jetzt auch wieder die Kontakte da raus. Werden nicht lange reichen. Wird Zeit, dass wir mal hier für Abnahme sorgen, Kuli. Mit Zügen. Ja, ja. Auf den Bändern liegt's. Es liegt so nah auf den Bändern. Weiß mich nicht. Du willst doch, dass es gut wird, oder nicht? Ja, natürlich. Möchte ich, dass es gut wird. Stress! Okay. Kann so nicht arbeiten, ich kündige. Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, man weiß nicht kündigen. Unkündbar. So. Oh, es fehlt trotzdem. Was fehlt denn Stapelgreifer? Okay, alles klar. Alles klar. Fehlt denn Stapelgreifer? Zack. Und die Filterngreifer. Alles klar. Trotzdem fehlt noch was. Ich weiß, ich baue die jetzt gerade im Inventar. Boah, was? Das ist aber ein guter Verbrauch hier. Flop. Okay. So. So, bei 23 Minuten sind wir erst. Ja, das geht auch noch. Da haben wir noch jede Menge Platz. Oder jede Menge Zeit. Ich sehe gerade hier irgendwas. Extrem Express Mini Loader. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert mit dem Drüberbauen. Ultimate Filter Mini Loader. So. Ah, kann man nicht drüber setzen. Schade. Wow. Jetzt spuckt der hier gleich irgendein Blödsinn aus. Toll. Na. Okay, man merke, erst Fließband abreißen, so Zahnräder. Zack, das Ding schießt jetzt ordentlich raus. Wusch. Ah, wobei, bin enttäuscht. Warum kommt ihr so, oder gut, die Frage ist, wo verlieren wir hier? Warum sieht es so wenig aus? Der kommt doch nichts an hier. Jetzt. Ich meine, wir schießen doch hier mit 240 raus. Wieso kommt dann hier.
Das blaue Fließband muss voll sein, weil wir schießen mit mehr raus, als rausgeht. Klar, wir gehen zwar hier mit 80 rüber, also wir müssen quasi jetzt 80 abziehen. Aber dann sind doch hier keine... Ah, warte mal, hier müssen wir noch den Teiler setzen, warte mal. Habe ich einen da? Nein. Baue ich einen? Nee, baue ich auch noch nicht. Gut, müssen wir auch noch bauen. Ich baue mal kurz einen, das müsste es beschleunigen. Bam. So. Müssen wir aber deutlich einen Unterschied merken. Weil wir haben jetzt mal 40 dazu gepusht. Aber trotzdem ziehen wir von den 40 natürlich hier die 80 ab. Wir produzieren gerade so genug. Wenn wir es irgendwie schaffen würden, hier nochmal rauszukommen. Ich meine, gut, wir gehen ja hier auch nochmal raus. Wir gehen hier nochmal raus und könnten dann von dort auch nochmal hier drauf einspeisen. Können wir machen? Wie, wir haben nur einen. Hä? Das ist aber auch ein komischer Bug. Wenn man Ultimate Filter Miniloader setzt, dann werden die zu Ultimate Miniloader. Aha. Der ist total bescheuert. Schlecht programmiert. Ja. Oh, das Fließband müssen wir auch noch ersetzen. Okay. Da ist natürlich auch noch das Problem, klar. Das ist ja logisch. Sagte er. Und hat's nicht gemacht, ne? wie kriegt man das jetzt hier am besten drauf? Könnten Sie ja mal aufteilen. So. Dann bauen wir nochmal einen Ultimate Splitter eben. Na, wir brauchen zwei sogar. Okay. Ich wundere mich gar nicht. Gefühlt. Nee. So, einmal hier. Und packen wir das hier doch hin. Wir müssen das natürlich alles noch mit besseren Fließbändern. So, hä? Oh, hey, jetzt ist voll. Okay, alles klar. Es ging so schnell hier gerade durch, dass man es einfach nicht gesehen hat. So, und hier können wir jetzt wunderschön. Habe ich keine genommen? Okay, warte, Moment. Immer schon 26 da, cool. Oh yeah. Das ist ein bisschen... Funktioniert das hier? Na doch, es muss funktionieren. Das ist echt eine Scheiße mit diesem Anzeigebug. Aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen... Gut, ich meine, ich ziehe hinten gleich wieder raus. Wobei, nee, wir ziehen teilweise nur raus. Aber wir müssen hier deutlich noch die Produktion erhöhen. Mal hier und da. Ja, gib mir doch nicht, ey. Das ist leider im Weg, sonst könnten wir hier... Könnten wir hier nochmal teilen? Nee, wir können leider nicht über die Schrägen bauen. Schade. Haben wir sonst noch eine Möglichkeit? Nee. Da kommen wir nicht rein. Gut, wir könnten natürlich auch noch Zahnräder über Logistik hier anfordern. Das wäre auch noch eine Option. Dass wir hier einfach noch... Okay, die holen 600. Die werden das wahrscheinlich dann aus dieser Kiste rausholen. Dann gehen wir auch hier mal deutlich höher. Vielleicht nicht gerade 1000. Machen wir mal nur die Hälfte. Das nicht übertreiben. Ja. Dann kriegt das Ganze noch ein bisschen Unterstützung darüber. Produzieren wir genug? Oder wird es schon weniger?
Das ist ordentlich, was hier... Was diese Anlage hier frisst an Eisen, das ist... Das ist echt pervers. Wie hier das Eisen leer gesaugt wird. Das ist zünftig. Ja, es ist... Ich find's auch echt schade, dass diese Optik hier... Dass es einfach steht. Es ist einfach für mich als Spieler immer sehr verwirrend, wenn man da drauf guckt und sich denkt so, funktioniert das jetzt? Und ich sehe halt nur durch... Dadurch, dass es hier einfach reingeht und verpufft, verschwindet, sehe ich, okay, es funktioniert. Aber es ist halt schon ein bisschen schade. Du weißt doch, Dossi. Bist du sicher, dass das funktioniert? Nein, aber es klappt! Ja, genau. Immerhin, die Tunnelproduktion ist auf jeden Fall, wenn man hier mal die Abstände sieht, vorhin waren die Abstände deutlich größer. Von dem her funktioniert das. Das ist schön. Hier muss natürlich jetzt ordentlich nachproduziert werden und es liegt natürlich eindeutig an den Tunneln. Hier brauchen wir definitiv keine Module reinsetzen, dafür ist einfach das Material nicht da. Man könnte natürlich sich auch überlegen, ob man einfach eine zweite Anlage hier irgendwo noch hinsetzt für die blauen Tunnel. Ich meine, im Endeffekt brauchen wir nur die unterirdischen Fließbänder und Zahnräder und das kann man sich dann auch nochmal über das Logistiksystem holen. Ist echt unheimlich, was das hier wegsaugt. So, das war's. Eisen ist alle. Das wird jetzt kurz mal ein bisschen dauern, bis hier wieder nachproduziert wird. Auch hier ist kein Eisen mehr da, also kann auch hier auch kein Zahnrad mehr produziert werden. Aber komm, das machen wir noch. Wir setzen mal hier noch eine Anlage hin. Und suchen eine... Haben wir nicht mehr? Ne, haben wir nicht mehr. Doch, haben wir noch da. Einmal zack. Bitte was? Der stellt da 3000 ein? Willst du mich verarschen? Vielleicht mal 300, ey. Übertreib's mal nicht. 3000 was? Zahnräder. Ich habe gerade über den Hotkey die Anforderungskiste eingestellt und dann hat der mal eben 3300 eingestellt für 80 Eisenzahnräder. So. Und dann. Ja, Zahnräder kannst du nie genug haben. Das stimmt. Das ist nicht das, was ich suche. Wo gehen denn hier die Tunnel raus? Die Tunnel sind hier und werden hier aufgeteilt und gehen da durch. Ah, alles klar. Dann einmal hier. Einmal hier. Da. Zack. Ja, hoppla. Einmal so. Da können wir auch... So. Irgendwann wird's kommen. Filter. Ja, gut, klar. Ohne Eisen wird hier halt gar nichts produziert, also auch Tunnel und sowas werden nicht mehr produziert. Das kann man vergessen. Jetzt gucke ich gerade mal. Da kommt gerade ein Zug. Ne, das ist nicht der Zug. Da oben. Ah, er wird gerade gefüllt. Hier oben könnten wir dann auch wieder die Belader nehmen, weil die funktionieren ja. Das heißt, komm. Wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke. Ui, ui, ui. Machen wir das noch als letzte Aktion eben, dass wir da oben mal das etwas optimieren. Huch, was ist denn das für ein Gleis? Ah, ja. Ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hier endlich das alle... Also ich freue mich wirklich, wenn wir die alte Schmelze abreißen können. A, Bauplatz, B, ich kann das Schienensystem hier mal deutlich verbessern. Was hier so durchfährt. Ich weiß gar nicht, ob die Züge überhaupt noch hier so teilweise durchfahren. Die fahren wahrscheinlich meistens eher hier rum. Wenn die Schmelze wegfällt, fallen auch die Erzzüge weg. Dann wird diese Fabrik gebaut und die provisorische kann dann auch irgendwo. Oh ja. Das war schön. Oh. Achso, nee, der Zug ist fertig. Der nimmt halt auch nur 3000 mit. Das ist echt wenig. Komm, fahr zu. So. Einmal Ultimate Mini Loader. Zack,
Zack und zack. Sollte gehen. Wir haben es schon mal getestet. Ah, können wir gleich mal gucken. Natürlich können sie nur maximal mit grünen Fließbändern rauskommen, wie man hier sieht. Es funktioniert. Auch hier haben wir einen Nachteil. Wir gehen hier... Okay, wir gehen hier mit roten rein. Das ist natürlich auch nicht gerade so prickelnd. Und teilen dann auf. Oh toll, der dreht die halt alle. Wieso dreht denn der die, Mann? Ich weiß nicht, was wir mit Rot upgraden. Ah, sehr schön grün. Sehr schön. Was, wir haben keine mehr? Krass. Okay. Ich hoffe, da sind noch welche da. Oh ja, ja, das ist okay. So. Schießt auch deutlich schneller raus. So, wenigstens ein bisschen, spätestens wenn es sich sehr staut, ist okay. Dann passt es. Okay. So, mehr brauchen wir hier nicht optimieren. Wie gesagt, das ist ja eher... Das Ding wird eh irgendwann abgerissen. Okay, wunderbar. Dann hätten wir es sogar schon wieder. Ja, müssen mal gucken, was wir beim nächsten Mal alles machen. Wir müssen auch mal schauen. Ich habe mich schon lange nicht mehr um Erze gekümmert. Passt. Wir haben immer noch keinen Rubite, also hier ist immer noch tote Hose. Vor allem dadurch, dass wir kein Infinite Ore mehr haben, ist auch dieses Rubite-Feld hier. Müssen wir mal gucken. Das läuft ja auch nicht mehr so wirklich. Da müssen wir ein bisschen umbasteln und neu anschließen. Und dann sollten wir vielleicht beim nächsten Mal einfach mal gucken, dass wir nach Erzen jagen gehen, neue Erzefelder erschließen. Und mit diesen Worten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat nach wie vor, macht es euch Spaß, da draußen zuzuschauen. Und ich verweise immer wieder gerne mal nicht auf das Klick hier, sondern das daneben, oh, kann ich mir gut merken, neben dem Klick die Adresse. Wunderbar, besucht uns doch mal im Forum unter nation42.de. Ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann beim nächsten Mal wieder. Und sage ich hiermit, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Und schaut im Forum auch in meinem Thema vorbei fürs LP. Jawohl, schön fleißig abstimmen und Vorschläge bringen. Jo. Tüdelü.